Willkommen zurück bei GTA Online. Freefall heißt es heute. Und ja, kleine Mission, 8 Spieler maximal. Bin gespannt, ob alle da sind, die sie brauchen. Ja, müsste eigentlich. Stayed it. Ja, falls ihr euch vor, warum ich nicht mit Dawid zusammen hier in der Aufnahme bin, kackt ihr bei mir nach jeder Mission immer ab, das hat keinen Sinn. Ich wette, nach der hier schmier ich gleich wieder ab und flieg wieder raus. Ich check's einfach nicht. Aber naja. Hä? Alter. Freifrock. Hammer. Doch. Krieg ich Sinn? Ach, scheiße. Naja, 90 Punkte, ich bin schon fertig. Hieß ja freier Fall, ne? Die machen halt alles mit Fallschirm. Ja gut, dann haben sie locker, holen sie mehr Punkte dann. Das ist ja nicht schwierig dann. Wieso haben... Der stand ja sogar in der Beschreibung, man soll den Fallschirm nicht bis kurz vorm Ende öffnen. Ich habe ihn auch ein bisschen zu früh sogar geöffnet. Die kriegen nicht alle Checkpoints. Ja, lesen bildet, Freunde. Lesen hilft auf jeden Fall. Habe ich auch ein paar eigene Maps, da ist das Problem, die Leute lesen nie die Beschreibung, wissen dann nicht, wie sie genau vorgehen sollen. Wenn er noch 2 15er schafft, der Danny da, dann hat der gewonnen. Die mal diese Cheater hier, Mensch, Freiflug heißt das, Freiflug. Was soll denn das? Der Danny. Der hat mich cheatend überholt. Ja, wenn er jetzt nicht hier das Ziel trifft, hat er ein Problem. Ne. Ja, schade eigentlich. Oh. Ja. Alle haben es falsch gemacht. Der hätte niemals gewonnen, ey. Wenn die jetzt richtig gemacht hätten. Oder Danny, Danny, schäm dich, ey, die Danny. Aber gut, wenn man nicht lesen kann, ist das schwierig. Oder nicht liest. Er fliegt erstmal wieder voll ran vorbei. Voll in die Bäume. Oh. Der hat wieder Glück. Naja. Denk auch, boah, wie schnell war der Onkel unten? Der Onkel hat die Beschreibung gelesen. Dafür ist die nämlich da. Ushita, schäm dich. Naja, gut, kann man nichts machen. Bin trotzdem Zweiter geworden.
kann sich doch seinen Teil dabei denken, oder? Free Fall, freier Fall. So Leute, jetzt kommt wieder gleich, zack, bin ich raus aus dem Spiel, dann hat sich das erstmal wieder erledigt. Wiederholung. Ah, jetzt haben sie es geschnallt. Wollen sie direkt normal. Ja, Wiederholung sollte eigentlich klappen. Nein, das lädt. Das darf gar nicht sein. Klappt nicht. Tja. Bis ich dann wieder beitreten kann oder so, wird das wieder... ja. Kann mir mal einer erzählen, was das für eine Scheiße sein soll? Naja. Ich versuche mal der Gurke beizutreten. Oh, jetzt hängt's alles. Auch gut. Lasergurke. Ah, warum kann ich nicht beitreten? Hilfe. Geht nicht. Seht ihr Leute, das ist das Tolle hier. Habe ich den Heidel oder so nicht hier drin? So, jetzt. Vielleicht komme ich wieder rein. Naja, Verbindung wieder aufgebaut. Ich weiß echt nicht, was das für ein Dreck ist. Jedes Mal, nach jeder Mission oder Rennen, konnte Job nicht beitreten. Ist echt zum Kotzen manchmal. Was ist denn jetzt passiert? Oh. Ach, die Gurke ist glaube ich auch ausgeflogen. Toll. Dö. Muff Muff war noch drin, ne? Ja, jetzt ist voll, Leute. Es ist so lächerlich, so erbärmlich behindert, dass ich jedes Mal rausgekickt werde von irgendeiner behinderten Psychose der Verbindung, ja. Es kotzt mich einfach nur noch an. Das geht schon den ganzen Tag so. Kommst du nicht rein. Ach, guck mal, da haben wir den doch. Das ist... Ja, ja, ist voll, ja, weil ich rausgeschmissen wurde von dieser Drecksleitung. Na gut. Mal 2 Minütchen totschlagen, machen die ihren freien Fall. Huch! Arr. Boing. Na gut, einmal versuche ich es noch. Aber kannst du eh vergessen. Wo sind sie denn? Ja, die muss man erstmal finden in der Leiste hier. Sie sind schon im Spiel. Okay, Leute. Wir verabschieden uns erstmal für die Folge, weil es mich gerade wieder ankotzt, dass ich schon wieder rausgeflogen bin. Jedes Mal dieselbe Kacke. Naja, bis demnächst, euer Onkel. Ciao.